sehe ich ordentlich aus? Alright, meine Lieben. So, kleines Bilderrätsel. Ergibt Avocado-Brot. So, und für dieses Avocado-Brot braucht ihr ein Brot natürlich. Ja? Und das schneidet ihr entweder so eine Monsterscheibe oder zwei kleinere Scheiben, so wie ich das jetzt hier mache. Und die werden geröstet. Das ist bis jetzt noch kein großer Akt. Es wird auch nicht schwer, es wird aber, und das kann ich euch versprechen, saumäßig gut. Also, mittlere Temperatur, Brot in die Pfanne mit gutem Olivenöl, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und bei geringer Temperatur das Brot rösten. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Rosmarin und Knoblauch dazu geben, wenn ihr wollt. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Avocado. Die sollte, wenn möglich, reif sein. Ja, ein schönen Rundumschnitt mit meinem Lieblingsmesser einmal drehen. Das kennen wir ja. Zack, Kern drehen. Somit ist der Kern draußen. Und wenn ein bisschen was braun ist, dann einfach drumherum schneiden. Mittlerweile gibt es ja wirklich gut gereifte Avocados in den Supermärkten. Und solltet ihr doch mal eine erwischen, die steinhart ist, dann wickelt ihr die am besten in Zeitungspapier ein und legt die paar Stunden auf die Fensterbank und dann reift ihr auch schön nach. So. Also, ihr seid mit mir. Tolles Rezept im Übrigen. Tolles Rezept. Achtung, Rot. Ah ja, okay. So. Perfekt. Vielleicht mal ein bisschen Röntgenschein. Also, tolles Rezept. Ihr nehmt ein Teil Avocado, die gleiche Menge Erbsen. Ja? Das könnte auch sehr gerne Tiefkühlerbsen sein. So. Und dazu kommt ein Löffelchen. Ich liebe Frischkäse. Und Doppelrahmen, gell? Freunde. Doppelrahmen Frischkäse, also mit ordentlich Bums, dass das Ganze auch schmeckt. Dann kommt dazu eine Limette, beziehungsweise Saft einer Limette. 1-mal. Und 2-mal. Dann auf die Menge 2 Esslöffel Öl. Okay. Boah, ich sage, das ist so lecker. Ihr dreht durch. Ihr dreht absolut durch. Dann frische Minze. Also 4-5 Blättchen. Die kommen auch noch mit hier rein. Und dann habe ich ein Gewürz, muss ich euch einfach zeigen. Ja, in love. Der Avocado-Würzer. Macht die Avocado zu einer kulinarischen Sensation. Okay? So, dann fehlt nur noch ein Stückchen frisch geliebter Parmesan. Und dann ist diese Creme eigentlich schon fast fertig. Der Rest kommt dann frisch drauf. So. Ab in den Mixer und richtig schön fein pürieren. Ja, das dauert jetzt so 1-2 Minuten. Ready. That's it. Das könnte man jetzt Guacamole nennen. Boah, ist das geil. Ihr nehmt jetzt das Brot, vorsichtig angeröstet, und gebt auf dieses angeröstete Brot einfach mal so ein Löffelchen von dieser schönen Hänse-Guacamole. Und dazu kommt Mozzarella. Macht das einfach so ein bisschen so rustikal. Ja. Es muss gar nicht so perfekt sein. Und dazu frische Tomaten. So die kleinen, feinen, leckeren, sonnengereiften, zuckersüßen, total guten Tomaten. Oben drauf noch ein bisschen was von meinem Avocado-Gewürz. Und jetzt ab unter den Grill, so, ja, kann man sagen, so 3-4 Minuten direkt unter den Grill.
So. Und? Schaut lecker aus, ne? Und jetzt kommt das Schönste. Das Schönste, was kommt überhaupt? Das Anrichten. Ich nehme jetzt einfach mal beide Brote. Okay. So. Zack. Und obendrauf nehmt ihr einfach ein bisschen Parmaschinken, ja? Oder Patanegra-Schinken. Oder einen ganz normalen Landschinken vom Metzger um die Ecke. Das arrangiert hier oben so ein bisschen drauf, dann vielleicht so eine Frischkomponente, ja, ein bisschen Rucola oder einen anderen Salat. Feldsalat wäre auch toll. Und dann habt ihr alles, was man braucht, um wirklich mal schnell was richtig Gutes zu essen. Ich als alter Olivenölfreak gebe noch ein paar Tropfen drüber. So, viel mehr braucht man nicht. So steht es geschrieben. Ja, kennst du das Blitzrezept? Würde mich freuen, wenn es nachkommt. Super lecker.